Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels. Energiegeladen begrüße ich Sie ganz herzlich zur neuen Ausgabe unseres regionalen Fachmagazins Energie und Umwelt bei BLK TV. Ich freue mich, dass wir Sie wieder mit aktuellen Themen versorgen dürfen. Zum Beispiel, welcher Aufwand notwendig ist, eine Hochdruckgasleitung in Weißenfels zu montieren. Und wir riskieren einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Eröffnungsveranstaltung der Weißenfelser Theatertage. Solange es noch geht, wird das Wetter genutzt, um angesetzte Baumaßnahmen rechtzeitig vor dem Winter fertigzustellen. Das gilt auch für die Hochdruckeinbindung der Gasleitungen in Weißenfels. Die Stadtwerke Weißenfels modernisiert ihre Gasrohre in der Saalestadt. Mein Kollege Michael Turm hat sich mit der Kamera die Baumaßnahme einmal genau angesehen. Versorgungssicherheit. Das ist nicht nur ein wichtiges Kriterium für Verbraucher von Strom, Wasser und Gas. Versorgungssicherheit zu gewährleisten ist natürlich ebenso wichtig für die Versorgungsunternehmen. Wie die Stadtwerke Weißenfels, deren Gasleitungen an einigen Stellen modernisiert wurden. Darunter eine Hochdruckeinbindung an der Kaserne. Wir haben einen Leitungsabschnitt von ca. 700 Meter saniert, also eine neue Leitung gelegt und die alte außer Betrieb genommen, die war aus dem Jahre 1960 bis 65, also schon in einem Zustand, wo wir Versorgungssicherheit gegenüber dem Bürger haben und die dann auch auswechseln müssen. Auch im Lasalleweg und an der Leipziger Straße wurde gebaggert. Dies ist ebenfalls Teil des Hochdruckrings, an dem viele Großverbraucher angeschlossen sind. Circa 500 Meter Leitung wurden dort ausgewechselt. Der Schlachthof Tönjes, Großbäckerei Kamps, die Bundeswehr an sich auch, unsere Erdgastankstelle, die hängen alle an dem Ring der Hochdruckleitung dran. Die kommt aus Schönburg, geht über Possenhain-Leisling nach Weißenfels rein und da verteilt sie sich dann in einem Hochdruckring, was um die Stadt Weißenfels eigentlich führt. Die Rohrnetzlänge im Niederdruckbereich von 4 Bar beträgt ca. 144 Kilometer. Der Hochdruckring hat eine Länge von 38,9 Kilometern. Der Druck in diesen Leitungen beträgt 11 Bar. Dies ist notwendig, um auch die entsprechenden Gasmengen liefern zu können. Wir haben im Winter Kapazitäten um die 13.000 bis 15.000 Kubikmeter pro Stunde. Abhängig vom Brennwert und der Zustandszahl errechnet sich daraus die Leistung, die wiederum in Kilowattstunden angegeben wird. Bei einem angenommenen Brennwert von 11 und der Zustandszahl von 0,95 wären das bei 13.000 Kubikmetern ca. 135.000 Kilowattstunden. Wir machen grundsätzlich in dem Hochdrucknetz, verlegen wir in Stahl, weil das einfach ja auch aus der Historie her gewachsen ist, dass man die Hochdruckleitung immer in Stahl verlegt. Man kann sie auch in PE verlegen, also Polyethylen, Kunststoff, aber im Grunde genommen macht man das noch überwiegend in Stahl. Man kann schon sagen, 50, 60 Jahre hält sowas. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, die Leitung an der Bundeswehr war 60er Jahre ungefähr und jetzt ist es an der Zeit, solche Leitungen dann auch sukzessive zu sanieren und zu entfernen und neue Leitungen zu legen. Das Gas der Stadtwerke Weißenfels stammt ursprünglich zum größten Teil aus den GUS-Staaten wie Russland und ist als H-Gas klassifiziert. Im Gegensatz dazu gibt es auch das L-Gas, was in den Niederlanden oder Norddeutschland gefördert wird. H-Gas hat einen höheren Brennwert als L-Gas und damit eine bessere Heizleistung. Die Hochdruckleitung geht bis Aupitz über die Autobahn, also unter die Autobahn lang, bis nach Aupitz, Granschütz wird versorgt, Burgwerben wird versorgt,
Reichertswärme wird versorgt. Also die ganzen Ortsteile hängen natürlich auch noch mit an dem Hochdruckring dran und werden dann über Gasreglerstationen runtergeregelt in das Niederdrucknetz. Die Stadtwerke Weißenfels betreuen so 5.648 Gasanschlüsse. Die Anzahl der versorgten Netzverbraucher, die eigentlichen Gaskunden, beträgt derzeit 6.902. Die durch Letztverbraucher und Weiterverteiler entnommene bzw. in gewisser Weise verbrauchte Jahresarbeit im Geschäftsjahr betrug 437.920.046 Kilowattstunden. Bei solchen Erneuerungen von Leitungen wird versucht, dass die Kunden keinen Versorgungsausfall erfahren. Die neuen Leitungen werden parallel zu den alten gelegt, die neuen werden dann einfach in Betrieb, die alten außer Betrieb genommen. Der Herbst hat uns fest im Griff und die Temperaturen sind auch nicht mehr so angenehm. Wir haben den Vorteil, uns dementsprechend zu kleiden. Doch was machen die Pflanzen, die solche Temperaturen nicht vertragen? Die werden, wenn es der Platz erlaubt, schwupps zur Zimmerpflanze. Doch auch die wollen richtig gepflegt werden. Nur ausgiebig gießen, das reicht meistens nicht aus. Es gibt nichts Schöneres als frisches Grün in den eigenen vier Wänden. Nur scheint es leider so, als würde mir dafür der berühmte grüne Daumen fehlen. Blühendes Leben sieht irgendwie anders aus. An Wassermangel kann es schon mal nicht liegen. Ich gieße regelmäßig und auch die Standorte habe ich mit Bedacht gewählt. Aber was ist es dann? Keine Ahnung. Allein kriege ich das einfach nicht in den Griff. Deshalb frage ich mal jemanden, der sich mit Pflanzen auskennt. Wenige und blasse Blätter, keine Blüten oder geringe Wurzelbildung, all das sind Anzeichen dafür, dass die Pflanze schlecht mit Nährstoffen versorgt wird. Wichtigste Voraussetzung für eine üppige Pflanzenpracht ist daher die richtige Blumenerde. Denn sie gibt den Pflanzenwurzeln Halt, speichert sowohl Wasser als auch Nährstoffe und sichert durch Luftporen die Wurzelatmung. Die führende Marke für Blumenerde ist Composana Qualitätsblumenerde. Dieser Name steht seit 55 Jahren für viel Erfahrung, hohe Qualitätsstandards und beste Blühergebnisse. Alle Composana Erden sind pflanzenbaulich getestet, enthalten ausgewählte Rohstoffe und sind exakt auf die Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmt. Vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. Das Angebot an Blumenerde ist hier ja sehr groß und die Preisunterschiede teilweise auch. Woran erkenne ich denn gute und vor allem Blumenerde, die für meine Pflanze genau die richtige ist? Ja, wichtig ist eine lockere, luftige Struktur der Erde, denn dadurch ist eine gute Wasseraufnahme und Speicherung möglich. Ein optimaler pH-Wert sichert zudem die Nährstoffversorgung. Wichtig ist, dass die Erde schadstofffrei und krankheitsarm ist. Außerdem sollte das Substrat strukturstabil sein, das heißt, es darf nicht verschlemmen. Zudem muss das Porenvolumen gewährleistet sein, damit die Wurzeln Luft bekommen. Am wichtigsten ist jedoch, dass die verwendete Blumenerde reichlich Nährstoffe für die Pflanze bereithält. Stickstoff, Magnesium und Eisen lassen sattgrüne Blätter wachsen. Phosphor unterstützt die Blüten- und Wurzelbildung und Calcium die Festigkeit des Pflanzengewebes. Kalium sorgt schließlich für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt und unterstützt die Ausbildung geschmacksintensiver Früchte. Nun gibt es ja die verschiedensten Sorten an Blumenerde. Wo sind denn da die Unterschiede? Ja, Pflanzen sind sehr unterschiedlich und haben verschiedene Ansprüche an die Erde. Hinzu kommt, dass die Pflanzen im Topf wesentlich weniger Platz haben zum Wurzeln als im Garten. Das erhöht den Anspruch an das Substrat noch enorm. Je nachdem, wie speziell ein Gewächs ist, empfiehlt es sich, eine auf die Bedürfnisse angepasste Erde zu verwenden. Die meisten Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen sind mit der Composana Universal Qualitätsblumenerde bestens versorgt.
Diese enthält auch einen Startdünger, der seine Nährstoffe in einem Zeitraum von bis zu 8 Wochen gleichmäßig und damit pflanzenschonend abgibt. Perlite Atmungsflocken aus natürlichem Vulkangestein sorgen zudem für eine lockere, luftige Struktur der Blumenerde, was wichtig für die Aufnahme und Speicherung des Gießwassers ist. Außerdem verbessert der ebenfalls enthaltene Wurzelaktivator Agrosil das Wurzelwachstum und damit die Versorgung der Pflanze. Im Bereich der spezialisierten Gewächse gibt es dann zum Beispiel Moorbeetpflanzen wie Rhododendron und Hortensien. Diese lieben halbschattige bis schattige Standorte mit sauren, lockeren Böden und Dünger aus Seevogelexkrementen. Empfindliche Kakteen, die auf Staunässe leicht mit Fäule reagieren, sollten hingegen eine Erde erhalten, die mit Quarzsand vermischt ist, um eine optimale Drainage zu gewährleisten. Da Orchideen viele Nährstoffe über die Luft aufnehmen, sind ihre Wurzeln nicht mit Erde zu bedecken. Dafür bietet sich die luftige Struktur eines Substrats aus Pinienrinde an, in dem sich Gießwasser und Dünger optimal verteilen. Die Orchidee dankt es mit schönen, intensiven Blüten. Okay, dann bin ich jetzt erstmal soweit ausgestattet und wir können uns ans Umtopfen machen. Aber woran erkenne ich denn, dass meine Pflanze einen neuen Topf braucht? Als eindeutiges Indiz dafür gilt, wenn die Erde völlig durchwurzelt ist. Das kann sogar jährlich der Fall sein. Im Laufe der Zeit kann sich auch die Erde völlig verdichten. Und wenn sich oben ein leichter Grauschleier bildet, dann hat sich viel Kalk durchs Gießen angesammelt. Und dann wird es höchste Zeit, umzutopfen. Grundsätzlich fördert regelmäßiges Umtopfen im Zeitintervall von maximal 2 Jahren die Gesundheit und Entwicklung der Pflanzen. Dabei ist es auch überaus sinnvoll, wachsenden Pflanzen einen größeren Topf zu geben. So haben die Wurzeln wieder ausreichend Platz und die Wasserversorgung verbessert sich enorm. Denn diese schwankt wegen des geringen Volumens eines zu kleinen Topfs stets zwischen den Extremen hohe Feuchte und Wassermangel. Beim Umtopfen füllt man zunächst den Boden des Gefäßes mit Composaner Qualitätsblumenerde. Dann entfernt man die alte Erde sowie abgestorbene Wurzeln vom Wurzelballen und setzt die Pflanze in das neue Gefäß ein. Dieses wird nun bis ca. 1 cm unterm Rand mit Erde aufgefüllt, wobei der Stamm bei Gehölzen nicht zu hoch bedeckt werden sollte. Abschließend wird die Erde noch leicht angedrückt, ein Gießrand geformt und die Pflanze natürlich gut gewässert. So, da haben wir jetzt erfolgreich erste Hilfe geleistet und ich finde auch mein Schätzchen hier sieht schon viel besser aus. Und für die anderen nehme ich einfach die richtige Erde mit nach Haus, um sie dort fachgerecht zu pflegen. Da steht meinem eigenen Garten Eden also nichts mehr im Wege. Sie planen eine Veranstaltung? Sie möchten, dass Ihr Publikum weiß, was bei Ihnen los ist? Sie wünschen sich ein Event, das ankommt? Dreimal ja? Dann buchen Sie das BLK Regional TV Promotion Mobil. Vollgepackt mit Ton- und Bildtechnik, damit Ihre Veranstaltung gute Unterhaltung bietet. Unsere bekannten und beliebten Moderatoren informieren über Ihre Produkte, Dienstleistungen oder unterstützen Sie bei Ihrer Veranstaltung. Interessiert? Dann sollten wir darüber sprechen. Unter der Telefonnummer 03-4441-22563 erreichen Sie das Team vom Promotion Mobil. Also, wir sehen uns bei Ihrer Veranstaltung. Mit den Stadtwerken Weißenfels werden alltägliche Dinge wie Sport und Kultur selbstverständlich. Strom, selbstverständlich. Wärme? Selbstverständlich. Wasser? Selbstverständlich. Erdgas? Selbstverständlich. Wir können mehr. Stadtwerke Weißenfels. Im
Wer mit nicht angepasster Bereifung, also zum Beispiel mit Sommerreifen, auf matschigen, schneebedeckten oder eisglatten Straßen oder mit Reifen mit weniger als 1,6 mm Profil unterwegs ist, riskiert einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Welf Stankowitz, Referatsleiter Fahrzeugtechnik beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat, kurz DVR, weiß, die Aufstandsfläche aller vier Reifen ist kaum größer als die eines Mannes mit Schuhgröße 44. Allerdings müssen die Reifen ein Gewicht von ca. 1,5 Tonnen schnell zum Stehen bringen. Damit ist die Bereifung ein wichtiger Sicherheitsfaktor im Straßenverkehr. Das schlägt sich nun auch im Punktesystem nieder. Zwar gab es auch bisher einen Punkt für das Fahren mit nicht ordnungsgemäßer Bereifung, allerdings fiel dieser nicht so stark ins Gewicht. Schließlich gab es früher bis zu 18 Punkten, während der Führerschein heute bereits bei 8 Punkten entzogen wird. Gleichzeitig wird ein Bußgeld von 60 Euro oder höher auferlegt. Herbst oder Frühling? Wann ist die perfekte Pflanzzeit für Bäume und Sträucher? Diese Frage stellen wir uns alle Jahre wieder. Sofern es noch keinen ausgiebigen Bodenfrost gegeben hat, können Sie von Oktober bis März Bäume und Sträucher pflanzen. Winterharte Gehölze pflanzen Sie am besten im zeitigen Herbst. Sie wurzeln dann schon leicht ein und haben ausgewiesenermaßen einen deutlichen Wachstumsvorsprung verglichen mit im Frühjahr gepflanzten Bäumen und Sträuchern. Nadelgehölze mit Wurzelballen können Sie bereits ab Anfang September pflanzen. Wurzelnackte Pflanzen ab etwa Mitte bis Ende Oktober. Pflanzen mit Erdballen gehören bis spätestens Ende April, Anfang Mai in den Boden. Containerpflanzen mit ihren Topfballen können praktisch ganzjährig gepflanzt werden. Perioden mit strengem Frost einmal ausgenommen. Generell gilt, tendenziell weniger frostharte Pflanzen besser im Frühjahr pflanzen. Ansonsten ist der Herbst die bevorzugte Pflanzzeit. Deutschland ist eine Kuschelnation. Hierzulande kuscheln rund 70% einmal pro Woche. Der Großteil sogar täglich. Doch dass menschliche Wärme auch Geld spart, wissen die wenigsten. Kuscheln steht für die Deutschen ganzjährig hoch im Kurs. Gekuschelt wird nicht nur mit dem Partner, den Kindern oder einem Freund, sondern auch mit dem Haustier und in wenigen Fällen sogar mit einem Stofftier. Das ergab eine aktuelle Befragung von rund 2000 Deutschen durch TNS MNIT im Auftrage der repräsentativen E.ON Kuschelstudie 2014. Ein geheiztes und helles Zuhause ist für viele Deutsche eine wichtige Voraussetzung beim Kuscheln, wie die Studie zeigt. Denn 28% der Befragten kuscheln am liebsten in der beheizten Wohnung und 29% geben an, lieber mit Licht zu kuscheln. Aber auch wenn Kuscheln in der warmen Wohnung schön ist, sollte man die Heiz- und Stromkosten im Auge behalten. Allein 78% des häuslichen Energieverbrauchs entstehen beim Heizen. Daher einfach die Heizung ein wenig herunterdrehen. Das spart Energiekosten und motiviert den Partner, vielleicht etwas näher zu kommen. Auch in der heutigen Sendung haben wir wieder für Sie einen Energiespartipp, der Ihnen bares Geld spart. Tauschen Sie zum Beispiel eine 60 Watt Glühbirne gegen eine 11 Watt Energiesparlampe aus. So sparen Sie bei einer täglichen Nutzung von ca. 3 Stunden rund 24 Euro im Jahr. Durch mehrere kleine Lichtquellen können Sie das Licht nicht nur bedarfsgerecht dosieren, sondern schaffen gleichzeitig eine gemütliche und wohnliche Atmosphäre. Der größte Stromverbraucher sind übrigens Halogenlampen. Deckenfluter mit Halogenleuchtstäben haben meist eine Leistung von 150 Watt. Ein gleichwertiger LED-Leuchtstab hat hingegen nur 25 Watt. Bei einer täglichen Nutzung von 4 Stunden können Sie durch den Austausch der Lampen ca. 47 Euro im Jahr sparen.
Theaterspielen war in der Vergangenheit eine brotlose Kunst. So waren Künstler, die sich auf einer Bühne verwirklichen, meistens auf Förderer angewiesen. Das hat sich heutzutage ein wenig geändert. Aber bei der Kultur im regionalen Bereich braucht es dennoch Förderer und Sponsoren. Die Stadtwerke Weißenfels unterstützen in der Saalestadt nicht nur Vereine, auch für Stadtfeste und Kulturprojekte haben sie ein offenes Ohr. So unterstützen sie auch die 6. Weißenfelser Theatertage. Wir schauen noch einmal zurück zur Auftaktveranstaltung. Da moderierten Annika Sonderhoff und ich die Eröffnungsshow. Einmal mit Annika Sonderhoff im Bett. Das ist eine tolle Sache, aber hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Wir sitzen nicht einfach so hier im Bett, sondern wir haben heute beide eine Geschichte vor hier im Weißenfelser Kulturhaus. Bisher kennt man uns ja nur vor der Kamera beim BLK Regional TV. Und heute, Annika, heute Premiere. Heute gehen wir beide auf die Bühne. Was machen wir denn heute hier im Kulturhaus? Wir moderieren die Eröffnungsveranstaltung der Weißenfelser Theatertage. Ja, da bin ich ja schon mal gespannt. Ich habe mich schon mal in den feinen Zwirn geschmissen. Du hast es noch vor dir. Ja, verrat doch schon mal, wie werden wir dich denn gleich auf der Bühne sehen? Ja, also ich werde nicht schon zu viel verraten, aber es wird ein schwarz-weißes Kleid sein. Oh, da sind wir gespannt. Und wenn Sie wissen wollen, was nachher alles erzählt wird, das ist alles hier auf diesen Karten. Das werden wir nachher schön vortragen. Auf jeden Fall wird es ein ganz buntes Programm werden. Vom Schüler bis zum Rentner haben wir alles dabei. Umreiß mal kurz, Annika, was werden wir sehen? Also wir werden viele Ausschnitte aus bekannten Musicals erleben, zum Beispiel Grease, was jetzt das Goethe-Gymnasium probt, Tanz der Vampire, Friedrich, also ich will aber noch nicht zu viel verraten. Also das machen wir nicht, sondern du gehst jetzt in die Garderobe, ich bin aufs Kleid gespannt, ich bleibe so wie ich bin, ich trinke noch ein kleines Säckchen zum Aufmuntern und dann gehen wir beide hier durch diese Tür auf die Bühne, unten warten schon 500 Leute auf uns, ich bin gespannt. Ich erst recht. Auf dem Weg in meine Garderobe traf ich auf Edwina Teichert, Musiklehrerin am Goethe-Gymnasium und Expertin im Thema Musicals. Sie wird mit ihrem Team heute Ausschnitte aus dem Musical Grease darbieten. Damit die knapp 500 Zuschauer im Saal musikalisch und schauspielerisch auf das im Januar zur Aufführung kommende Musical eingestimmt werden. Ja, und ich denke, die Leute können so musikalisch und auch schauspielerisch mal einen kleinen Eindruck von uns schon jetzt bekommen. Eine kurze Zusammenfassung. Was bedeutet Grease und worum geht es in dem Musical? Also Grease ist, heute sagen die Jugendlichen Haarstyling Gel dazu. Nichts anderes als, heißt übersetzt Pomade. Es ist also das, was die Jungs sich in die Haare geschmiert haben, um sich zu stylen. Und das war halt so Mode in den 50ern. Ja, und wie immer verbirgt sich hinter dem Stück natürlich eine Liebesgeschichte. Es wird coole Live-Musik durch eine Live-Band, die wir Gott sei Dank gefunden haben, sprich Musiker, die sich bereit erklärt haben, uns als Schule mit diesem Projekt zu unterstützen. Und dafür sind wir sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir solche tollen Musiker gefunden haben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Musical vorzuführen? Also das Musical ist schon lange ein Traum von uns. Wir wollten das also schon ganz, ganz lange mal machen, weil es einfach nur schicke Musik ist, coole Musik ist. Und ja, das war ganz, ganz schwierig, weil die Urheberrechte natürlich in den USA liegen, in New York am Theaterverlag. Und da den Weg dorthin zu finden, um die Urheberrechte erstmal zu bekommen, war kein leichter Weg. Und Gott sei Dank haben wir hier auch Leute mit im Team, die sich da dahinter geklemmt haben und haben wirklich mit viel, viel Arbeit die Verbindung nach Amerika aufgenommen. Und so konnten wir also die Urheberrechte erwerben. Es spielt ja in den 50er Jahren. Woher bekommen Sie die ganzen Kostüme? Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil zurzeit die Mode total auf die 50er abgefahren ist und die Mädels haben überhaupt keine Probleme, ihre schicken Rock'n'Roll-Kleider sich zu kaufen, weil überall ist jetzt gerade 50er Jahre Mode. Das sieht man auch an den Lederjacken und es ist wirklich für uns absolut günstig. Wir sind noch nie so schnell an Kostüme rangekommen wie jetzt. Gibt es auch Tanzszenen oder können wir uns nur auf Singen freuen? Es gibt auch Tanzpaare, habe ich vergessen. Auch hier haben wir einen Tanzlehrer gefunden, der also separat mit 3 Tanzpaaren Rock'n'Roll-Tänze einstudiert und die werden wir dann mit in das Stück einbeziehen. Und wie oft proben Sie dafür? Wir proben jetzt noch, ich sage jetzt noch einmal, 2 bis 3 Stunden
Aber in der Endphase dann, ich denke mal ab Dezember, wenn es dann direkt auf der Bühne losgeht mit Spielen, dann wird das wohl schon mehrmals in der Woche sein. Okay, gut, vielen Dank. Noch ein letzter Blick in den Spiegel, tief durchatmen und raus auf die Bühne. Die 6. Weißenfelser Theatertage sind eröffnet. Ich mal ganz sagen, ja, extra fein rausgeputzt für den Anlass. Können wir einen kleinen Ausblick unserem Publikum geben, was jetzt in den nächsten zweieinhalb Stunden erwartet? Also auf jeden Fall wird es richtig toll, aber ich möchte Ihnen echt noch nicht zu viel verraten, denn seien Sie gespannt, es wird großartig. Energie ist ein wertvolles Gut, besonders in der Zeit, als vieles noch durch Muskelkraft bewegt werden musste. So waren früher die Müllerburschen schon gestandene Mannsbilder, die für ihren kargen Lohn kräftig zupacken mussten. Die Mühlen wurden meist durch Wind angetrieben. Aber wer kennt es nicht, das Volkslied »Es klappert die Mühle am rauschenden Bach«? Wir waren dazu einmal in der Nähe von Freiburg an der Unstrut in der Zettenbacher Mühle und wollten mal wissen, wie die Müller von heute ihr Brot verdienen. Schon vor 1200 Jahren wurde an der Unstrut mit Wasserkraft Mehl gemahlen. Die heutige 120 Jahre alte Mühle ist im Besitz der dritten Generation der Familie Schäfer, welche hinter ihren Produkten steht. Die historische Wassermühle ist die letzte, die an der Unstrut noch mit Wasser betrieben wird. Sie wurde 1937 vom Großvater des heutigen Inhabers Volker Schäfer gekauft. Wir haben uns zu Herzen gelegt, dem Handwerk treu zu bleiben, also keine Mahlguterwärmung, keine Lebensmittelchemie. Traditionell angebauten Weizen und Roggen vermahlen wir hier. Wir haben einen kleinen Mühlenladen, eine Gaststätte, sind romantisch, direkt in Unstruttal liegen wir. Zur Mühle selbst, der Standort ist extrem alt. Er wurde das erste Mal erwähnt in Hersfelder 10-Verzeichnis um 800. Überall, wo Menschen gesiedelt haben, kamen auch die Mühlen zum Einsatz. Geschichtlich lässt sich einiges über die Mühle erfahren, zum Beispiel, dass Napoleons Weg an der Mühle vorbeiführte, dieser aber zum Glück keinen Schaden dabei erlitt. Doch die Mühle musste schon anderen Problemen Widerstand leisten. Dreimal hat sie schon gebrannt und war Opfer der Hochwasser. Die Schäden an einer solchen Mühle sind nicht versicherbar. Ein weiteres Hochwasser wie 2013 könnte daher zur Schließung führen, denn die hauseigene Gaststätte würde dann ebenfalls wieder unter Wasser stehen. Doch damit nicht genug. Es gibt zurzeit den Bäckersterben, also seit 90 gibt es immer weniger Bäckereien, weil die Industrie bessere und wahrscheinlich coolere Produkte bäckt als die kleinen in der Vergangenheit. Aber jetzt haben sich die kleinen Bäcker zusammengerauft und backen individuelle Produkte, wo sie sich absetzen können. Und wenn das klappt, ist unsere Überlebenschance ich hoffe, da. Die Mühle ist ganze 6 Stockwerke hoch, alte Fördertechnologie wird nach wie vor genutzt. Gemahlen wird das Mehl aber nicht mehr mit Steinen, sondern mit Walzen. Steingemahlenes Mehl enthält zu viele Abriebprodukte, diese sind schlecht für die Zahngesundheit der Konsumenten. 3 Mann arbeiten daran, die Mühle aufrechtzuerhalten, doch stetig sinkende Mehlpreise erschweren dies. Aber auf dem Mühlenmarkt soll etwas passieren. Also in der nächsten Zeit kauft Großmüller wieder 7 Mühlen dazu. Mal gucken, was da sich entwickelt. Entweder Dumping oder die Preise steigen. Es gibt nur 2 Richtungen. Aber ich wünsche mir für die Zukunft, dass solche kleinen Mühlen überleben können. Und da ist der Endverbraucher beteiligt dabei. Also wenn er ordentliche Mehle will, muss er ordentliche Mehle kaufen. Auch die Backweisen der Bäcker haben sich im Laufe der Zeit verändert. Dadurch, dass große Mengen produziert werden sollen, legen viele Bäcker nicht mehr so viel Wert auf Qualität, die einem Müller genügen würde. Also früher der Bäcker den Brötchenteig weich angesetzt, hat den 6-7 Stunden stehen lassen, hat den danach abgesalzen und angedickt. Und in dieser Zeit kam es zur alkoholischen Gärung, zur Geschmacksbildung. Und dieses Produkt, was da hinten rausgekommen ist, hat einmal frei geschmeckt. Heutzutage wird die Gärung ein bisschen überstürzt, meines Erachtens. Also es wird mit zu viel Hefe gearbeitet.
diese alkoholische Gärung findet zwar statt, aber kann nicht so viele Enzyme knacken. Und somit schmeckt das Endprodukt dann mehr nach Hefe als nach den eigentlichen. Durch die tolle Lage ist die Mühle nicht nur ein Erlebnis für Technikfans. Touristen sind immer herzlich willkommen und nach einer Shoppingtour im Mühlenladen lädt die Gaststätte zum Verweilen bei Speis und Trank ein. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Wenn Sie zu spät eingeschaltet haben, dann haben Sie die Möglichkeit, diese und viele weitere Sendungen auf unserem YouTube-Kanal anzuschauen. Natürlich finden Sie diese Ausgabe auch auf unserer Website unter der Adresse www.blkregional.tv. Ich verabschiede mich von Ihnen und in 4 Wochen sind wir wieder zusammen, wenn es heißt Energie und Umwelt. Bis dahin, machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels.